Willkommen zurück zu Space Marine 2. Weiter geht's. Wir sind jetzt leider in Ultramarine. Von Deathwatch zu Starbucks. Bruder. Leutnant? Lass mich durch. Cardanus, auf uns wartet Arbeit. Trommel den Rest des Trupps auf dem Flugdeck zusammen. Ja. Knie nieder, du Lappen. Geil, guck mal hier, die kleinen Arbeitszombies. Was sind das nochmal? Das ist so eine Art... Ich habe keine Ahnung. Es ist echt abgrundtief weird. Versammeln? Also ich bin jetzt quasi gebaut worden, wurde angezogen und jetzt... Aber ich habe schon voll die vielen Siegel und alles, als wenn ich schon voll der Veteran bei den Ultramarines wäre. Ich will wieder zurück zum Strafbataillon. Ich will wieder zu Deathwatch. Da war ich wenigstens nichts wert. Cool gemacht. Bleiben Sie dran, mein Lieber. Ich schicke als Tartas. Ja, das bin ich. Wir bereiten die Gegenoffensive vor. Hört ihr das? Die Wirkung der Virusbombe lässt bereits nach. Habt ihr das gehört? Da hat ein normaler Mensch gesprochen. Wir brauchen Hilfe. Mein Lord. Leutnant Titus meldet sich zum Dienst. Sagt Sergeant Gadriel, er soll zur Brücke gehen. Wie geht's euren Wunden? Der hat ja einen Bart. Gut genug. Ich bin ganz ehrlich, Titus. Ich halte euren Wiedereinsatz für keine gute Idee. Es wird Fragen geben. Ach ja, ich und war Argwohn. Ja... Entschuldigung. Wir können uns keine Zwietracht unter den Männern leisten. Nicht jetzt. Sie sind jetzt ein Leutnant. Ist das ein Problem? Nein, Captain. Also schön. Ich bin der Typ aus dem ersten Teil. Sorry, Leute, ich habe den ersten Teil... Eine Splitterflotte der Tyranniden greift an. Zu lange her. Sie bedroht zwei Planeten. Avarax, eine Makropolwelt, und Kadaku. Den kennen Sie schon. Wir werden den letzteren aufgeben. Es gibt dort nur Adeptus Mechanicus Forschungseinrichtungen. Wir evakuieren die wichtigsten Güter und Mitarbeiter. Die Abwehrwaffen werden unseren Schiffen den Himmel freihalten. Die Tyranniden wissen von unserem Vorhaben. Sie müssen da runter und diese Waffen beschützen. Captain, Sie haben mich herbestellt. Sergeant, das ist Leutnant Titus. Er übernimmt das Kommando über Ihren Trupp. Sir, ich... Ich erwarte Sie in 30 Minuten am Boden. Wegtreten. Ja, sogar ein K-Pop. K-Pop Marine. Ich habe vergessen, dass wir Titus aus dem ersten Teil sind, Leute. Ich habe das... Leutnant, entschuldigen Sie mein Zögern. Ich hatte nur nicht mit dieser Entwicklung der Dinge gerechnet. Ich auch nicht. Sergeant Gadriel. Die Absolver steht zum Abflug bereit. Bruder Chiron, das ist Leutnant Titus. Er wird unseren Trupp anführen. Ach wirklich? Es freut mich, einem solch erfahrenen Kommandanten zu unterstehen. Ist der Rest des Trupps bereit? Hat sich bereits auf dem Flugdeck versammelt. Gut, wir brechen sofort auf. Also wir waren schon Ultramarine und wir waren Captain vorher. Danke, lieber Chat. Trupp bearbeiten. Y. Geht noch nicht. Verwende Schlachtkarte. Was ist das für ein Knopf? Schlachtenbarkarte. Schlachtenruf? Ja, so, jetzt kommt erst der wichtigste Teil. Aber ich will trotzdem zurück, du Deathwatch. Kann ich irgendwie Heretiker werden oder so? Also, dann werde ich wieder zu Deathwatch degradiert und der Inquisitor kommt direkt mit. Lautet unsere Mission. Die Kardianer haben die Kontrolle über die Orbitalkanonen verloren. Wir müssen sie zurückerobern. Sie haben sie jetzt schon verloren? Die Tyranniden greifen die Kanonen unaufhörlich mit Sporen an. Es überrascht mich, dass die Kardianer so lange durchgehalten haben. Ich mag die Space Marines, weil ich finde, dass... Der Rest unseres Trupps besteht aus den Brüdern Lirio, Altareus und Elion.
Habt ihr schon mal mit den Tyranniden zu tun bekommen? Vor 2 Tagen zum ersten Mal. Dann müsst ihr noch viel lernen. Ich freue mich darauf. Geil, ich fand halt schon immer das, den Fahrzeugdesign und alles von den Space Marines am coolsten. Deswegen finde ich, guck mal, wie, alles schon, wie das Raumschiff aussieht. Wie, ne? Also schon ziemlich geil. Ich mag das Imperium selbst nicht so. Ist ein bisschen zu kirchenmäßig, aber bei den Space Marines wieder selber ist alles wieder so ein bisschen Sci-Fi, quadratisch, sag ich jetzt mal. Was machst du denn da? Weg ist versperrt. Beiseite treten. Diese Gefechtsköpfe wurden nicht richtig gesichert. Weißt du, was passiert, wenn sich einer lockert? Weg ist versperrt. Bitte beiseite treten. Ach, guck mal. Lass mich das machen. Schön. Die haben bestimmt auch noch Faxgeräte hier irgendwo. Schade, dass die Virusbombe nicht lange gewirkt hat. Das Sergeant? Brüder, das ist Leutnant Titus. Er wird sich uns anschließen. Willkommen, Bruder. Wir erwarten Ihre Befehle. Wir brechen sofort auf. Ja, Leutnant. Stoße zum Astra Militarum. Verteidige die Luftabwehrsysteme. Astra Militarum müssen halt die Toten in ihren kleinen Rüstungen. Denke ich nur an K-Pop. Sir, Sie waren bei der Death Watch. Ja. Das war sicher eine große Ehre. Ich werde Ihnen mit Freude dienen. Nähern uns der Absprungzone! Dann los! Ich hab doch Helm in Sequenzen angelassen. Siehst du die Dienstbolzen? Der Leutnant ist über 200 Jahre alt. Er wurde sicher nicht als Primaris geboren. Hm. Du hast recht. Und jetzt hat er das Kommando. Oh ja, guck mal, Gräben, Explosionen. Erstatten Sie Bericht. Die verdammten Biester haben die Orbitalkanonen. Sie haben uns zum Lager zurückgedrängt und planen einen Überfall. Lirio, nehmen Sie Altareus und Elion und bleiben Sie hier, um das Lager zu sichern. Ja, Bruder. Major, wir müssen zu den Abwehrwaffen. Ja, mein Lord. Folgen Sie mir. Hoffentlich verteidigen die besser den Planeten als ihren Heimatplaneten. Insider. Verseuchten den Himmel! Die Tyranniden haben die Orbitalkanonen? Ah. Ja. Krieg. Ist das nicht schön hier? Ist das nicht schön hier? Ja, los! No, lass mal die großen Jungs durch hier. Kann ich nicht, okay. Die Verteidigung unterstützen. Vielen Dank, mein Lord. Dann los! Also, es sind unendlich viele.
Könnt ihr näher kommen, damit wir auch besser schießen können? Auch Mörser hier vorne. Oh, ich habe ein Ultimate. Ah, ich muss hier lang gehen. Okay, Entschuldigung. Drücke Q, um den Wutmodus zu überzeugen und füge höheren Schaden zu. Okay. Könne Kommissar. Wir haben Berichte, dass sich mehrere Schwärme nähern. Sagen Sie uns wo. Geil, kann ich hier ein Foto? Warte mal. Ich schicke die Kor- Geil. Wie mache ich das Bild? Selber? Episch. Episch. Kann ich auch in irgendeine Position gehen oder so? Mann, ich kann jetzt die ganze Zeit im Fotomodus hocken, irgendwie gefühlt. Ach, das ist der alte Mann, den wir folgen sollen, ne? Geil. Koordinaten an ihr Auspecks! Verlassen Sie sich drauf. Okay, ich muss mal hier ein bisschen... Yeah. Mal die richtigen Schnicketypen hier fotografieren. Nicht so hässliche blaue Rüstung. Guck mal, nein! Warum machen die denn Limits in die Fotokamera? Das gibt's doch nicht. Ach nee, es ist nur ein... Doch. Mann, schade. Ich dachte, ich krieg's mit einem Schuss hin. Nee. Okay. Okay, los geht's. Lass keinen am Leben. Ziel zerstört. Alter, ich hab nur noch ein Messer. Problem ist, sobald ein Zeichen kommt, springe ich weg. Besser. Ach, ich habe mich geheilt, ich glaube. Erwischt. Das sind unsere ganzen Soldaten schon krepiert? Ne, da hinten sind sie. Guck mal. Geil. Guck mal, die bilden richtige Feuerlinien hier. Stellung halten! Egal, was kommt! Warum sollen wir denn angreifen? Munition gesichert. Sie landen niemals. Ich sehe nur Blut. Es ist so schade.
dass ich da nicht hinzoomen darf. K-Pop! Schade, wir haben zu wenig Licht hier, sonst könnte ich richtig schöne Screenshots machen. Wir befinden uns leider im Schatten von diesem Berg. Ein direkter Treffer, Major. Das Achte verfehlt nie. 2 Stunden im Fotomodus. Alle in der Basis verdanken Ihnen ihr Leben, Bertilon. Imperator schütze uns. Wir müssen durch den Dschungel, um zu den Orbitalabwehrwaffen zu gelangen. Bruder Lirio, helfen Sie den Kadianern mit neuen Verteidigungslinien und erstatten Sie Bericht. Ja, Leutnant, es wird nicht lange dauern. Die Orbitalkanonen sind hinter dem Sumpf. Nehmt euch in Acht. Die Tyranniden liegen auf der Lauer. Schwerenbeutelpistole. Überall ihre widerlichen. Das ist einfach ein kurzer organische Maschinen. Ja, ihre Schiffe, die Pods, alles. Ihre bloße Existenz ist Häresie. Heute werden wir sie läutern, Bruder. Das sind so Sporendinger von denen, ne? Von den Tyranniden. Ja. Och nö. In Nator, in Bewegung bleiben. Ich dachte, der kommt jetzt, na toll. Oh, ich bin fast down. Oh Mann, diese... Der hat die gebufft. Ungeziefer vernichtet. Ja. Die KI macht ja irgendwas. Ich bin ja stolz. Wir werfen noch Granaten. Und schießen. Unfassbar. Die Tür öffnen hier. Italianern erwarte ich Besseres. Die Orbitalkanonen zu verlieren ist ein Rückschlag. Und sie haben dafür bezahlt. Aber die Feinde sind zahlreich. Das kardianische 8. Regiment muss sich mehr anstrengen. Du kennst diesen Feind, Bruder? Ja. Was unterscheidet sie von anderen Xenos? Sie sind eine unerbittliche Plage. Aber sie sind schlau. Mit ihrem Schwarmbewusstsein. Vorsicht! Die Sporen explodieren, wenn sich eine Bedrohung nähert. Dann kommen wir ihnen zuvor und vernichten sie. Schöne Effekte. Ich spar mal die Munition, ne? Schieß denn da? Das sind eher unorthodoxe Kampfmethoden, Leute. In welcher Kompanie habt ihr früher gedient?
Ich habe dem Imperator alles gesagt. Der ist doch. Ja. Hoffentlich erhalte ich diese Tiere auch alles klar. Das sind Spione oder was? Alter. Erledigt sie und geht weiter. Kriegsausrüstung bereit. Sporenminen. Ich muss nachladen. Was ist das denn jetzt? Nächster Freundchen. Wenn ein Tor getötet. Wie der Kopf hier rumdaddelt. Schön. Ach, wie schön. Ich muss nachladen. Sporensiffe. Weg führt durch den Sumpf. Gehen wir. Nein, der Sumpf ist voller Xenos. Am Ufer des Flusses ist ein Bunker. Schlagen wir uns dorthin durch. Der Sumpf. Aber wir verlieren kostbare Zeit. Wir müssen... Strategie ist wichtiger als Eile. Zu Befehl. Kann ich mir das jetzt aussuchen? Oder weil der Sumpf, da gibt es Riesenratten. Im Bauch des Prinzen haben wir gelernt, das nicht zu tun. Kann ich mir das jetzt aussuchen? Also ich wäre auch schön blöd, durch den Sumpf zu gehen. Ich hasse auch Sümpfe, egal welches Spiel. Das ist mir schon so hier Sumpf genug. Was ist hier? Leutnant, Captain Akaran hat uns neue Befehle erteilt. Ihr müsst allein weitermachen. Verstanden. Nichts. Danke, Lirio. Wir sehen uns auf der Resilient. Was ist das? Warum ist das geschlossen? Ah ne, es ist ein Sporendepot. Oh, ein lieben Russ. Da sind sie, die Orbitalkanonen. Eigentlich regeln unsere Freunde das schon. Aufgefüllt. Aufgefüllt. Oh Mann. Erwischt. Wechselmagazin. Die Regeln von alleine. Und werden teleportiert, wenn ich nicht da bin. Okay. Nachschub. Sir, ich höre Verstärkung!
niemals. Lade Waffe nach! Gerettet. Unsere Gebete wurden erhört. Ja, so sieht's aus. Halt's Maul. Aufgefüllt. Des Imperators. Ihr würdet euren Posten verlassen, Soldaten. Nein, Lord. Oh, Heavy Bolter. Wir haben sie eingeschlossen. Mehr können wir nicht tun. Öffnet das Tor. Sturmbolter. Ja, mein Lord. Öffnet die Tore. Aber Sir, sie sagten, öffnet die scheiß Tore. Nee, ich nehme den schweren Beuter, sorry. Komm, wovon kommt. Komm mit. Noch eine Welle. Okay. Wir können sie nicht aufhalten. Ich kann. In Position, Männer. Lasst euch nicht umzingeln. Oh, guck mal, wie die Soldaten direkt niedergemäht werden hier. Kann ich da runter? Großartige kardianische Kampfgeist. Ich will noch eine andere holen. Ein edles Geschenk aus der alle umfallen. Wechselmagazin. Boah, diesen Haufen ist... Das ist schon geil, den Haufen runterzuballern. Ich würde wirklich gerne. Wir müssen uns auf der starken Schiffe Ich bin noch nicht bereit zu gehen! Wir verlieren Zeit. Los, durch die Tore! Schließ die Tore! Jawohl, mein Lord. Ich gebe den Befehl.
Alter! So können wir sie leichter töten. Du hast noch gar nichts gesehen. Ich freue mich drauf. Der Beste braucht keine Impfung. Malaria im Sumpf. Ach ja, okay. Was sind wir jetzt nur Tyranniden? Major Sarkana. Ich höre. Wir haben einen ihrer Trupps getroffen. Danke, mein Lord. Ich werde Ihnen neue Befehle erteilen. Bewegung. Oh, hübsch hier. Ich habe gerade an der Seite. Ja, das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, die Soldaten, dass so ein normaler Sterblicher einen Space Marine sieht, ist sowas von unwahrscheinlich. Das sind halt wirklich für die Engel. Muss man sich halt mal reinziehen. Ne, so ein normaler Imperialer, der einen Space Marine sieht, das ist schon, Engel gibt es wirklich, so ungefähr, ja, irgendwie gefühlt. So live einen zu sehen, ist halt wie, als wenn du, keine Ahnung, Johnny Depp-Fan bist und auf einmal kämpfst du mit Johnny Depp an Seite im Krieg, keine Ahnung. Ja, so ungefähr. Ja, leider zu dunkel. Wollen wir wahrscheinlich einstellen, aber... Ja... Hier wurde gekämpft. Was für ein Gemetzel. Es gibt keine Entschuldigung für Feigheit. Oh, schön. Messer. Alter, guckt euch das mal an. Diese matschigen Haufen. Alter. Ich meine, ja. Also Level-Design ist schon geil, also was das hier aussieht, wie das aussieht, wie da die Atmosphäre von dem Raum mit dem Licht hier unten und mit dem Schlachtfeld, ja, wie die hier ankommen in Massen durch den Tunnel und die halt abgeknallt haben, bis sie so matschige Haufen bilden. Der Panzer da hier zugemüllt. Das ist schon krass, das ist gut gemacht. Ja, hier haben wir ein bisschen Doom 3 Atmosphäre. Geil, hier kämpfen muss gut sein. Kettenschwert, haben wir schon. Wechselmagazin. Die Xenos kamen von beiden Seiten. In dem Moment sind die Deserteure verschwunden. Möge jene, die ihre Leute im Stich lassen, die Vergeltung des Imperators ereilen. Wir haben Formation eingenommen und uns so gut es ging gewehrt, haben uns langsam zurückgezogen und die Waffen der Gefallenen ergriffen. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Für Kadir, für den Imperator. Für Kadir, für, ja. Ja, ich hab so eine Hero Landing gemacht. Lade Waffe nach. Ich mag den Wutangriff nicht nutzen, ich hasse diesen Effekt. Hier spricht Leutnant Titus. Identifizieren Sie sich. Captain 1, Sir.
Langstreckenkommunikation wurde beschädigt. Sie müssen in der Nähe sein. Halten Sie durch, Captain. Wir sind auf dem Weg. Gehe zu Captain Aiden. Schon mal. Okay, jetzt werden zu viele. Okay, okay. Hörst du wohl? Waffe ist leer. Okay. Mal los. Sarkana. Ich höre. Wir sind zu Captain Aiden vorgestoßen. Aiden? Ich dachte, er wäre tot. Wir nähern uns seiner Position. Kann ich mit ihm sprechen? Schon dabei. Gefüllt. Yeah. Beim Imperator. Die Verbindung steht. Sie können sprechen, Major. Also, in was das Spiel glänzt, ist in Cinematic. Ohne Frage. So ein detailliertes, wunderschönes Darstellen von Warhammer, gerade was das Imperium angeht, guckt euch das mal an. Das Bild alleine schon. Oder wie die Space Marines aussehen, Entschuldigung, die Primaris, Astartes, was auch immer, ist schon ziemlich geil. Also, es ist schon ziemlich krass. Also, ne? Allein die Rüstungen, wie das aussieht und Co., das ist schon ziemlich nice gemacht. Das ist schon, glaube ich, so das Beste, was man woher mal so sieht, wie das so alles so aussieht. Ich meine, da war halt das Dingensbummens, wie auch, ich hab's wieder für Darktide,
Ist halt grafisch nicht vergleichbar, finde ich. Das sah leveldesignstechnisch nicht so gut aus. Also, ne, allein wie die Türen dargestellt sind, die Lichtverhältnisse und so, das zeigt das schon ziemlich gut da. Hier so ein bisschen Dampf raus mit den Türen hier belichtet. Na, also hier sind auf jeden Fall Leute am Werk gewesen, die wissen, was sie tun. Das sieht richtig gut aus, allein wie der Panzer aussieht. Und die Soldaten und wie die hier stehen in dem Raum, voll die Halunken, ja. Und dann kommen jetzt die Space Marines hier durch. Also da kann man auf jeden Fall nicht motzen. Was Darstellung angeht, ist es schon ziemlich gut. Captain Aiden, ich habe befürchtet, Sie wären tot. Noch nicht, Sir. Sie sind zäher als Groxleder. Ich nehme das als Kompliment. Aiden, wir müssen die Orbitalkanonen zurückerobern. Meine Panzer sind einsatzbereit. Erledigen Sie das, Captain. Jawohl! Sie werden den kardianischen Zorn spüren. Ja, er bewegt sich sogar. Oh, ein Fahrzeug, das benutzt wird. Einreihen, los! Geil! Man darf nie aufhören, auf den Xenos zu schießen, egal ob es zu viele sind. Das verdammte Tor ist im Weg. Dann entfernen wir es. Die Steuerung muss hier sein. Ah, ja. Geil, der hat Flamme an den Seiten. Sind das Flamme? Ich weiß es nicht genau. Alter. Nee, ist das ein Nelter? Ich hab's vergessen. Oder einfach nur. Der schießt gar nicht. Guck mal, bewegt sich nur. Und doch, er schießt. Bereit für Spezialtaktik. Nee, jetzt ist er nicht mehr so episch irgendwie. Oh, schade. Geht schöner. Die Steuerung ist in dem Turm. Nutzt sie. Wo sollen wir denn hin? Sollen wir hier bleiben? Jetzt fährt er weiter. Sehr schön. Er wird plattgewalzt. Sehr schön drüber fahren. Ja. Guck mal, wie groß die sind zwischen den Soldaten. Muss nachladen. Bewegung. Komm mal, gib mir mal hier den Leichenberg hoch. Alter, guck mal, wie das mit der Kanone da. Alter, guck mal, wie gut das aussieht. Ich merke nur eine Sache, und zwar, dass das Kämpfen wird jetzt schon langweilig. Es tut mir leid, aber es wird super schnell dröge. Weil ich schon weiß, es ändert sich jetzt nichts mehr. Es bleibt jetzt alles so, wie es ist. Wahrscheinlich. Ich habe mich da ein bisschen blöd angestellt. Nachschub. Wurde der Melter eigentlich da gerade richtig dargestellt? Nee, ne? An die Arbeit. Das war doch einfach nur ein Bolter, der da geschossen hat. Melter ist doch. Ist ein Melter nicht ein Strahl oder. Sondern Flamme? Ich habe nämlich vergessen, mal wieder. Ist auch ein Strahlenmelter oder nicht? Das Tor öffnet sich! Trupp, bewegt eure Lumpen hin
das Tor! Sofort! Schließt zu den Kardianern auf! Zu Befehl, Leutnant! Überraschung! Lade Waffe nach! Hey, los geht's. Na gut. Leutnant, es wird eine Weile dauern, die Anlage zu durchqueren. Alter, alles verseucht. Mit einer kleinen Umdekorierung sollte es schneller gehen, mein Lord. Ich habe alles getan, um Sie zu helfen. Ja, kommt jetzt mal hier durch. Macht ihr das kaputt oder soll ich das kaputt machen? Okay. Oh nein! Erledigt ihn! Solange er lebt, sind die anderen Kreaturen schwerer zu töten. Lade Waffe nach! Drecksvieh. Ich glaube, wir haben keine Soldaten mehr. Major, wir haben die Anlage zurückerobert. Lobet den Imperator. Ich nehme eine Walküre und komme zu Ihnen. Sicher! Aktiviert den Fick die Waffen! Los! Wir werden die Schwarmschiffe derart durchlöchern, dass eine Fregatte durchpasst. Es wird sich sicher nicht kampflos geschlagen geben. Es? Das Schwarmbewusstsein. Die mächtige Schwarmintelligenz der Tyranniden. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Major, die Waffen wurden komplett entladen. Es wird eine Weile dauern, den Maschinengeist zu wecken. Beeilung! Die Tyranniden werden alles tun, um die Anlage zu vernichten. Hier ist Major Sarkana. Schickt den zweiten und dritten Zug sofort zu den Orbitalkanonen. Verstanden, Sir.
Zeig mir diesen Bastarden, was das Achte alles drauf hat! Ja! Planetare Verteidigungsbasis, Orbitalkanone, Anlage 15 Minuten später. Ja! Wo soll ich hin? Wir müssen einen Verteidigungsperimeter errichten. Oh ja, Verteidigungsperimeter! Verteidigungsposition! Sie halten die Stellung! Die Feinde werden versuchen, die Mauern zu erklimmen. Das darf nicht passieren. Ich werde es nicht zulassen. Ich gehe ganz runter. Kann ich nicht? Okay, das war's mit unseren Leuten da unten. Konzentriertes Feuer! Zögert nicht! Ich habe Granatwerfer, wie benutze ich den denn? Die schreien so rum. Ah, oh Gott! Hörst du wohl? Oh Mann, ich will doch töten. Lade nach. Munition gesichert. Hä? Ausrüstung gefunden. Wie benutze ich denn die zweite... Alternativschuss. Ach, lol. Okay, da muss uns mal kommen. Mausrad drehen. Wenn man die mittlere Maustaste drückt. Habe ich so noch nie gesehen. Er hat den direkt Ghetto-Gangster-mäßig fest. Aber beeilt euch. Das Zielsystem hat oberste Priorität. Ja, mein Gott. Oh, genug. Lade Waffen ab. Sein Gestank war bitte. Jetzt könnt ihr mal wirklich von Glück reden, Soldaten. Ich hätte eher Bock, Imperialen zu spielen, wenn ich so sein, so ein Soldaten. Alter, guck mal. Guck mal, das Feuer, der Feuertrupp hier. Der schwere Trupp. Wir halten ihn, die Xenos vom Leib. Richtig gut, das muss gefotot werden hier. Das ist schon. Ne? Also, die haben auch gemerkt schnell, das Spiel braucht einen Fotomodus. Ja, aber limitiert ist auch scheiße.
Oh, ja. Major Sakana, wir haben das Zielsystem fast erreicht. Sie müssen die Paneele der Satellitenschüssel manuell aufrichten. Der soll den Helm anlassen. Wir kümmern uns darum. Major, ich sehe die Mechanismen. Einen Moment. Seien Sie vorsichtig. Die Tyranniden haben Sie bemerkt. Sollen Sie nur kommen. Haltet Sie mir vom Leib, während ich das erledige. Einmal Deckung bitte, Dankeschön. Vorsicht, Minen! Geschafft! Jetzt zum nächsten! Spezialtaktik bereit! Spezialtaktik! Ringelreihe. Soll das leuchten auch immer? Sporenmine. Ungeziefer vernichtet. Komm, gib mir Deckung, ihr Lappen. Oh nein. Wechselmagazin. Mein Lord, um die Schwarmschiffe zu stoppen, müssen wir die Paneele ausrichten. Wir sind fertig. Mein Lord, die Gargoyles wollen zur Antenne! Sie wollen das Zielsystem zerstören. Hindert sie daran. So. Können die auch irgendwas selber machen? Natürlich nicht. Jetzt würde ich gerne meinen Charakter editieren oder so. Den haben wir schon. Gerade nach. Ist er dann nachgeladen? Ist er. Hier kommt das geflügelte Ungeziefer. Könnt ihr erkennen? Wir schießen darauf, indem wir die Antenne so beschützen. Hört
Achtung, bereit! Mehr Gargoyles auf dem Weg zur Antenne! Welche Antenne? Gute Dienste leisten. Ich brauche mehr Feuerkraft, schnellere Feuerkraft. Lade nach. Wechsel Magazin. Wir müssen sie aufhalten. Der Feind hat die Antenne beschädigt. Sie lernen niemals. Welche jetzt? So, aus der Distanz habe ich eine schöne Streuung. Lade Waffe nach. Och nee. Mein Lord, die Antenne ist schwer beschädigt. Ich habe aber keine Munition hier mehr. Das Mission. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Alter. Ich hänge fest. Was denn jetzt passiert? Ich war nur noch am Kämpfen. In dieser blöden Antenne? Oh. Nochmal alles von vorne, oder? Ich brauche erstmal Munition. Wo war das denn jetzt? Da ist Stimpack. Ah. Ja, alles von vorne nochmal. Ach, da ist der Zustand der Antenne, okay. Warte mal, ich habe den Granatwerfer, den kann ich doch bestimmt auch immer danach laden. Ich teste es aus. Aufgefüllt. Kann ich. Gut, dann machen wir so die Antennen wieder frei. Immer nur mit dem Granatwerfer. Das Wechseln ist ein bisschen doof. Lade Waffe nach! Komm schon, gib mir ein Ziel. Gib mir ein Ziel. Welche Antenne? Antenne C. Wir wissen noch, welche Antenne C ist. Natürlich die andere. Auf der anderen Seite. Lade nach.
Vorsicht, Minen! Der Feind hat es auf die Antenne abgesehen! Tötet! Der Feind hat die Antenne beschädigt! Was ist das denn? Ist das ein Melzer? Aber... ein edles Geschenk aus der Schmiede. Schrotflintenmäßig, okay. Imperator, schütze uns. Jetzt zur nächsten Antenne. Hier Munitionskanister? Nee, ne? Doch hier. Der Feind hat die Läuft. Antenne beschädigt. Wechselmagazin. Gibt's doch nicht. Ich zeige euch, was tot ist. Nachladen. Hey. Der Feind hat die Antenne beschädigt. Gibt's doch nicht. Geduld ist eine Tugend! Munition gesichert. Heldenrolle, 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 Heldenrolle! Noch eine Heldenrolle! Stabilisiere die Fallwerte! Ziel zerstört! Ach komm schon. Gib mir Break. Lass mich mal nachladen. Hallo. Kann nicht mehr laufen. Ausrüstung gefunden. Ich brauche Medizin. Bitte, lieb, bitte, lieb, bitte, bitte. Back to business. Nur sind die Lappen. Muss nachladen. Wo sind die? Sind die weg? Bereit für Spezialtaktik. Die Kanonen sind bereit! Nutzen Sie das Terminal zum Zielen! Warum soll ich denn jetzt zielen? Da unten. Ja, wir zielen von oben von der Plattform aus. Mein Lord, wir dürfen nicht zögern. Nutzen Sie das Terminal für den Zielvorgang. Ziele erfasst. Ja. Yeah. Endlich werden wir diese schändlichen Schiffe brennen sehen. Cool, das ist schon ziemlich cool. Spradl.
So, jetzt gibt es erstmal eine Woche lang Blutregen. So, Leutnant, Captain Akaran hat Ihnen neue Befehle erteilt. Verstanden. Wo ist Elion? Der Feind hat uns unter Druck gesetzt. Wir wurden voneinander getrennt. Als wir die Angreifer endlich erledigt hatten, war Elion bereits tot. Etwas hat seinen Helm geradewegs durchbohrt. Ich hätte bei euch sein sollen. Ich wünschte, er hätte lange genug gelebt, um das Schwarmschiff brennen zu sehen. Tja. Ich habe 2 Jahrzehnte lang an Elions Seite gekämpft. Kein Hormagant hätte ihn töten können. Nur 2? Da unten ist Tödlicheres als Hormaganten. Es war eure Schuld, dass unser Trupp getrennt wurde. Er ist tot, Sergeant. Was zählt, ist die Pflicht. So schnell vergesse ich meine Brüder nicht. Ja, das war's dann erstmal von... Oh, guck mal, da hinten ist ein Läufer. Geil. Das war's trotzdem erstmal von Space Marine 2, liebe Leute. Also mein Fazit ist so ein bisschen, ich finde den Kampf ziemlich ermüdend. Ich habe alles gesehen, was den Nahkampf angeht irgendwie. Es fühlt sich halt ziemlich langweilig ziemlich schnell an. Und ich glaube nicht, dass mich das nochmal abholt. Ich bin schon ein bisschen eingeschlafen. Und ich glaube nicht, dass irgendwas anderes das jetzt nochmal retten könnte. Also wird das hier wahrscheinlich noch angespielt. Wenn nicht, gibt es mehr Folgen. Es kommt darauf an, wie geil es bei euch ankommt. Ich könnte es natürlich plänkelnd weiterspielen tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass mich das zu Tode langweilt. Aber das ist so ein ziemlich großes Game und das ist, kommt meistens bei euch sowieso nicht so gut an. Und wir lassen es mal sehen, ja? Wie gut es bei euch angekommen ist oder wird, hängt davon ab. Also, liebe Leute, bis zur nächsten Folge Space Marine 2 oder viele weitere Projekte natürlich. Ihr seid die Besten, bis dann, wie immer. Haut rein.